meine Damen und Herren, alle Tage wieder sind wir dazu gezwungen, das Wort an Sie zu richten, da bis heute keiner unserer Kandidaten in eine Kommission gewählt worden ist. Ich muss schon sagen, das ist beschämend. Ja, das Ohr können Sie sich sparen, denn es ist beschämend und undemokratisch. In Ihrem aktuellen Koalitionsvertrag heißt es im Abschnitt Demokratie, Zitat, Demokratie braucht Institutionen, die für Beteiligung offen sind. Sie braucht fundierte Fakten, eine gute Debattenkultur, ein starkes Parlament, eine unabhängige Justiz, freie und unabhängige Medien und gegenseitigen Respekt. Zitat Ende. Soweit die schöne Theorie. Und Ihre rot-grüne Praxis? Oder sollte ich besser sagen, Ihre schwarz-rot-rot-grüne Praxis? Wir haben heute die 26. Sitzung der Bürgerschaft in dieser Legislatur. 26 Sitzungen und Sie haben keinen der von uns vorgeschlagenen Kandidaten in eine der verschiedenen Kommissionen und Gremien gewählt. Indem Sie die gewählten Repräsentanten der Opposition ihrer Rechte berauben, nur weil diese einer Partei angehören, die Ihnen nicht passt, machen Sie Ihre eigene vollmundige Erklärung zur Makulatur. Es ist mir schleierhaft, wie Sie das demokratietheoretisch rechtfertigen wollen. Als Theorie-Praxis-Schere oder hängen Sie einfach dem Motto an, Macht bricht Recht. Schauen wir mal, in 3 Wochen werden wir vor dem Verwaltungsgericht Ihre rechtswidrige Weigerung verhandeln, unseren Vertreter in die Härtefallkommission zu wählen. Seien wir gespannt, vielleicht bekommen Sie da den einen oder anderen richterlichen Hinweis. Vielen Dank.